So, wir sind zurück, weiter bei Zelda. Ich habe nachgeguckt und es gibt hier gar kein Geheimnis, Leute. Schade. Nee, das, was ich meinte, war irgendwie... Irgendwie was anderes. Warum geht das nicht? So, okay. Genug des kleinen Ausrasters. Komm. So. Und zwar habe ich gedacht, dass man hier die Titanhandschuhe kriegt. Kriegt man auch, aber im Alten. naja, im Alten, was heißt im Alten? Im normalen Ocarina of Time kriegt man hier die guten... Ey, hallo? Titanhandschuhe bei diesem Siegel. In diesem Spiel kriegt man sie woanders. Und ich weiß jetzt auch wo. Und das Siegel, wo man sie bekommt, werden wir als nächstes machen. Werden wir nun aber erstmal das machen, wofür die Fackel da ist. Weiß Gott, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich kriegt man dann da noch einen Schlüssel. Da müssen wir später also eh nochmal hier rein. Oh, Impa, Impa, hey. Das Schattensiegel ist gebrochen. Bitte rettet, rette die Prinzessin. Oh ja, we will done it, Impa. When we have time to do it. So sage ich mir das. Wenn wir Zeit haben, es zu machen, werden wir es machen. Schattensiegel ist gebrochen oder was auch immer oder wie auch immer vor allem man das bezeichnen mag. Kriegt man da jetzt noch einen Schlüssel? Ich weiß es gar nicht, aber ist eigentlich auch relativ uninteressant jetzt erstmal. Die bescheuerten Stiefel brauchen wir nicht, wir brauchen die. Lichtpfeile sind auch sehr unpraktisch. Da ist meine Standard. Ey, nee, da. So. Und, okay. Wir machen einen kleinen Safe. Im Feuersiegel brauchen wir die Titanhandschuhe. Im Lichtsiegel brauchen wir die Titanhandschuhe. Wo brauchen wir sie nicht? Im Geistersiegel, richtig. Das gibt's nämlich auch noch. Und das werden wir jetzt auch machen. Zack. So, hier fangen wir erstmal an, indem wir, ich weiß es gar nicht, einfach alle Gegner besiegen müssen. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Da ist so ein Auge. Wollen wir das mal aufschießen? Auch irgendwie sehr logisch, dass man die Augen aufschießen kann. Naja, okay. Ach so. Das ist ärgerlich, aber wir haben ja ein Save gemacht. Okay, Leute, interessante Sache. Habe ich ganz vergessen. Ja, da ich keine Feen mehr habe, ich keine bis kaum noch Herzen habe, heißt das für uns, dass uns Prinz Eisenherz momentan nur einmal. Jetzt zweimal treffen darf. Und ansonsten sind wir tot. Zack. Energy, come to me. Okay, hier werden wir aus Sicherheitsgründen deswegen jetzt nochmal ein Safe machen, wenn der Typ da runterkommt. Safe. Okay. Und Freundchen. Jetzt bist du dran. Tschö. So, jetzt haben wir ihn. Tschö, tschö. In der Form will ich ihn haben. Und drauf. So, das machen wir jetzt so lange, bis das. Und dann den. Und dann den. Und dann den. Und dann war's das auch. Ciao, Prinz Eisenherz. Drei Herzchen. Und jetzt sagt mir nicht, dass er das hätte kaputt hauen müssen. Naja, okay. Warum nicht? Versteh das einer? Ich verstehe es nicht. Kann man sehen, was da drin ist? Ich will wissen, was da drin ist. Ja, nur so ein bescheuerter Schalter wahrscheinlich. Okay. Durch die Tür. Oh nein! Ah. Bam! Zack. Krabbelmin, und da verrät uns das ganze Spiel auch schon, was wir brauchen. Und zwar werden wir das jetzt versuchen, die Krabbelmine exakt direkt da rein zu befördern. Schaffen wir's? Yeah, Leute! Direkt beim ersten Mal. So muss das funktionieren, so muss das gehen, so hat der Table das gern. So, jetzt wollen wir dem komischen,
dieser Knochenfratzi auch eins auf die Mütze hauen. Diesem komischen, auf den Friedhof gehörenden Schädel, der irgendwie ein bisschen zu groß geworden ist. Hymne der Sonne. Boah, Leute, ich kann so ohne nachgucken. Ich glaub's nicht, ist das geil. Weil, wenn wir die Hymne der Sonne spielen, sind die Mumifizierten nämlich paralysiert. Wir gehen von hinten an sie ran, schlagen die Firma. Und dann hat sich die Sache. Dieser Raum hier ist ganz besonders gemein, wenn man nicht weiß, wie man ihn machen muss. Ich weiß jetzt gar nicht, muss man einen Feuerpfeil da oben gegen schießen? Geile Sache. Jo, Feuerpfeil. Hier ist Licht. Und man macht jetzt schön alle Sonnen weg. Denkt sich, ja, geil. Alle Sonnen weg. Gedacht. Die Sonne, die man braucht, versteckt sich dort. In der Tür, Leute. Und, ach, ich weiß gar nicht. Wir müssen doch alle machen. Gibt's noch einen Schlüssel hier irgendwo? Nur weil ich nicht weiß, ob es einen Schlüssel gibt, müssen wir das jetzt machen. Ach, toll. Aber ich meine, es gibt keinen Schlüssel. Aber egal, machen wir es zur Vorsicht mal. Komm. So, zack. Nein. Wohl eher nicht. Tschö. Tschö, tschö, tschö. Lass uns ein paar Rubine da und dann hat sich die Sache. Okay. Also, die Sonne da oben, die wichtige, die Hammer. Eine große Truhe? Oh nein, was wird da drin sein? Ach so, da sind die Titanhandschuhe drin. Scheiße, Leute, gut, dass ich es gemacht habe. Sonst hätten wir die wieder gesucht gleich. Ja, okay. Okay, schon sinnig, dass ich alle Sonnen mitgenommen habe. Stellen wir uns das wieder vor. Ich gehe hier raus, bin stolz, dass ich das noch weiß, dass die Sonne hinter dem Siegel ist. Ja, und was dann? Wir stehen vor der Tür und denken, scheiße, uns fehlen die Titanhandschuhe, was machen wir jetzt? Ja, Gott sei Dank habe ich noch alle gemacht. Und es ist sogar noch ein Schlüssel drin. Ja, was hätte das gegeben, Leute? Was hätte das gegeben, wenn ich das nicht gemacht hätte? So, haben wir alle Truhen geöffnet? Ja. Wunderbar, alle offen. Dann gehen wir jetzt hier rein. Schießen das Siegel kaputt. Kaputt, kaputt. So. Einmal Lichtpfeile, bitte. Und shoot. Oh. Das Geistersiegel ist gebrochen. Streng dich an, Kleiner. Und da geht sie. Naboruwa ist die... Ja, nein. Die Weise des Geistertempels. Moment, nein! Nein! Ich nehme auf! So, ja. Hier machen wir dann noch eine Pause. Ciao!